Heidelberg Showtime. Turn ideas into profit. Und wir freuen uns jetzt, einen noch genaueren Blick auf die neue Speedmaster CX-104 zu werfen. An der neuen CX-104 wurde das Bedienkonzept komplett neu überarbeitet. Das macht es speziell einfach für jeden Bediener, sich schnellstmöglich hier zurechtzufinden. Das größte technische Feature ist das neue Lackierwerk, da kommen wir später noch drauf. Das augenfälligste ist sicherlich das neue Design mit der neuen Ergonomie. Ja, es gibt immer Möglichkeiten, die Maschine zu verbessern. Und wir haben ein paar technische Features eingebracht, die die Maschine erheblich effizienter machen und dem Bediener auch das Leben erleichtern. Wir haben die Designprinzipien der XL-Baureihen übertragen, das heißt Prenect-Design bei uns. Das sind klare Linien, Kanten und dazu kommt eben, dass wir die ganzen ergonomischen Gesichtspunkte deutlich verbessert haben. Die Treppenstufen, die Schrittformel wurde angepasst, sodass man beim Hochlaufen, Runterlaufen wesentlich leichter hat. Die Durchgangsbreiten sind größer geworden. Der Bediener kann sich einfach besser an der Maschine bewegen. Für neue Funktionen sprechen wir permanent mit unseren Kunden, um ihren direkten Input zu bekommen. Parallel schauen wir auch, was machen die Maschinen, die weltweit installiert sind. Unsere Maschinen schreiben große Datenmengen zurück. Die werden analysiert und daraus werden Verbesserungen abgeleitet. Und dann setzen wir uns zusammen mit unserer Entwicklung, mit Instrukteuren und machen uns Gedanken und überlegen, was für Funktionen brauchen wir, um zukünftig diese Maschinen noch einfacher zu gestalten und auch die Produktivität unserer Kunden weiterhin zu steigern. Und permanent arbeiten Entwickler im Hintergrund und machen sich Gedanken, was ist neu, was ist notwendig, was braucht die Druckindustrie in der Zukunft. Also das Erste, was wir tun, ist natürlich, dass wir erstmal schauen, was brauchen die Kunden und was wollen auch die Kunden. Da geht es viel um Produktivität, um Rüstzeiten, um Ergonomie. Dinge, die bei anderen Baureihen vielleicht schon verfügbar sind, hier auch verfügbar zu machen. Und das haben wir in dem Projekt hier gemacht. Mit der neuen Maschine haben wir viele neue Assistenzsysteme. Als Beispiel, wir haben den Wash Assistant, den Powder Assistant, Color Assistant Pro und auch noch viele weitere Assistenzsysteme wie Inkfoil Assistant und so weiter. Wir haben die neuesten Normen angewandt. Die helfen auch dem Bediener natürlich und haben auch die Konstruktionsprinzipien von den XL-Baureihen angewandt. Hilft zum Beispiel auch, wenn der Service an die Maschine muss, ist wesentlich schneller am Kern der Sache, muss nicht sehr viele Teile wegbauen zum Beispiel. Wir haben die Rüstzeiten verbessert, wir haben neue Features geschaffen, die es vorher gar nicht gab. Wir haben zum Teil Bedienvorgänge von zweimal auf einmal Bedienung umgestellt. Das bringt am Schluss großen Outputgewinn. Also als ich vor 14 Jahren meine Ausbildung als Drucker angefangen habe, da war es einfach unvorstellbar, dass man so eine Maschine hier steht. Also mit Touchscreen direkt kann ich in die Einstellungen abtauchen. Das wäre unvorstellbar gewesen, auch mit der Produktivität, die diese Maschine heutzutage leistet. Wir waren eine große Mannschaft, die daran gearbeitet haben. Und es ist toll, wenn es dann hier steht und druckt. Und noch toller, wenn alle zufrieden sind. Wir haben natürlich auch mit ein paar Kunden schon gesprochen. Und wir haben unsere Bediener an der Maschine. Ist toll, wenn man dann gelobt wird für die Arbeit. Heidelberg Showtime. Turn ideas into profit. Und noch mehr erfahren wir nun von meinem ersten Gast der Sendung. Er ist Produktmanager der Speedmaster CX-104 und hat ein paar aufregende Monate hinter sich. Wir freuen uns jetzt sehr auf Florian Franken. Hallo Florian, hallo, schön, dich zu sehen. Florian, jetzt habe ich schon gesagt, ein paar aufregende Monate liegen hinter dir. Heute feiern wir gemeinsam und zeitgleich mit den Kollegen in Peking diese absolute Weltpremiere. Wie fühlst du dich denn heute? Wie geht's dir? Also ja, aufgeregt. Wir sind alle gespannt. Gänsehaut, das ist so das, denke ich, was die Emotionen des kompletten Teams beschreibt. Jetzt nach 2-3 Jahren richtig harter Arbeit. Wir freuen uns jetzt wirklich, diese Maschine der Weltöffentlichkeit vorzustellen. Und da diese Maschine ja sozusagen dein Baby ist, möchte ich gerne wissen, was aus deiner persönlichen Sicht denn das Besondere daran ist. Also
Dazu muss man sich zunächst mal die Druckindustrie anschauen und die Entwicklungen. Wir haben vielfach gesehen in der Vergangenheit, dass sich nicht unbedingt der Stärkste oder der Schnellste behauptet, sondern derjenige, der sich am besten der Situation anpasst. Und genau da spielt eigentlich Speedmaster CX-104 ihre Stärken der Skalierbarkeit, der Flexibilität aus. Das heißt, um das zu erklären, von der Basismaschine aus kann die Maschine als Verpackungsmaschine konfiguriert werden, aber auch als Akzidenzmaschine und sogar für den Spezialanwendungsdruck. Und das richtig Interessante ist, dass jede Maschine standardmäßig mit IntelliStart 3.0 kommt. Das heißt, der Bediener wird immer durch den Rüstprozess navigiert und die Druckerei kann das sogar noch aufwerten, und indem sie Automatisierungszubehör dazu kauft und die Maschine im besten Fall wirklich autonom drucken lässt. Der Bediener greift also dann gar nicht mehr ein. Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, also die modernste Sheetfed-Offset-Technologie zum richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr verlockenden Angebot, sage ich jetzt mal. Und du hast jetzt auch schon einige tolle Besonderheiten dieser Maschine genannt. Aber ein absolutes Highlight ist auf jeden Fall das Lackierwerk. Was ist denn daran das Besondere? Also das Besondere ist, wir haben uns darauf fokussiert, das Lackierwerk komplett neu zu designen und neu zu entwickeln und dabei sowohl die Bedienung zu vereinfachen und dadurch auch die Rüstzeit deutlich zu verkürzen, aber letztlich auch die Qualität zu verbessern. Und im Rahmen dieser agilen Entwicklung hatten wir immer unsere Kundengruppen zentral im Fokus. Das sind hauptsächlich drei Gruppen. Das ist zum einen die angesprochenen Akzidenzler, die häufig in Europa, Nordamerika operieren und die da eher im Bereich zweischichtig unterwegs sind. Die brauchen eine flexible Maschine, aber auch einen hohen Automatisierungsgrad. Und das bietet die Maschine. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch die Volumenverpacker in Asien, im Mittleren Osten und in Lateinamerika ansprechen. Das sind durchaus Druckereien, die arbeiten 24/7 und bringen Bogenvoluminas von 50 bis 60 Millionen Bogen zustande pro Jahr. Und die brauchen einfach eine verlässliche, moderne Technologie. Und last but not least haben wir auch die Spezialanwender im Fokus. Das zeigt so ein bisschen die Spannbreite, die die CX-104 bedienen muss. Und sie zeigt es auch ganz gut, dass mit über 50.000 verkauften Druckwerken, das Vorgängermodell hat das schon bereits bewiesen. Florian, wenn wir jetzt auf den Entwicklungsprozess schauen, dann seid ihr ja diesen Weg der Entwicklung nicht alleine gegangen, sondern gemeinsam mit anderen Unternehmen, also mit Partnern, und habt gemeinsam diese Maschine auf Herz und Niere geprüft oder getestet. Wie funktioniert denn in der Zusammenarbeit so ein Feldtest? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also bevor es zu diesem eigentlichen Feldtest kommt, muss die Maschine intern erstmal einige Qualitätshürden nehmen. Wir nennen das Quality Gates, weil wir haben ein Motto, das heißt, haargenau ist nicht genau genug, weil schon Abweichungen im Mühbereich bei diesen Maschinenteilen, die machen sich im Druckbild bemerkbar und das menschliche Auge erkennt das auch gnadenlos. Mhm. Das heißt, wenn das Konzept steht, bauen wir diese Maschine im virtuellen Raum als digitalen Zwilling auf und testen die Kräfteverhältnisse, um sie dann eben mit einzelnen Baugruppen in den Dauerlauf zu schicken, wo die Maschine dann läuft und läuft und läuft und auf Festigkeit geprüft wird. Und dann bauen wir den ersten Prototyp, der aber intern läuft und 6 bis 9 Monate dann ausgiebig qualifiziert wird. Wenn hinter all diesen Schritten ein Haken steht, dann freuen wir uns, mit der Maschine tatsächlich in die Praxis zu gehen. Und dann muss sie sich auch unter Praxisbedingungen beweisen. Das ist ganz spannend für uns, aber auch für den Kunden. Wir hatten sogar einen Kunden, der 2 Tage hier war und die Maschine abgedruckt hat. Und wir brauchen da auf jeden Fall einen sehr, sehr offenen Kunden, denn wir wollen partnerschaftlich mit ihm dann die Maschine fit machen für die Serie. Herzlichen Dank, Florian, für diesen Einstieg. Du hast uns in jedem Fall jetzt sehr neugierig gemacht. Deswegen freuen wir uns sehr, nun einen dieser Feldtester kennenlernen zu dürfen. Er ist per Schalte jetzt bei uns dabei und dazu switchen wir einmal ins Englische. Hello to Belgium, all the way from Wiesloch. Hi, Jesse Marian from Bureauform. Thank you so much for joining us, Jesse. Thanks for having me. All right, now Jesse, you have had the Speedmaster CX-104 running for quite some time now in the press room. So would you say that it has met all of your expectations? Well, the CX-104 meets our expectations very well. I think most people think the machine is only built for large quantity orders. Actually, it combines the both. We were looking for a machine for as well small orders for a lot of with fast setup time and large orders. So this machine suits as well. So Jesse, what are the main advantages that you're seeing, especially when it comes to switching in between jobs? Well, the advantages are huge. Comparing to our previous press, the degrease time is in about 50%. So that means that we have a lot of efficiency during the process. What have your operators, your press operators, been saying? What is the feedback they've been giving you?
Well, the feedback is great. We see with the push to stop technology that they really have more time to have more control about the printing work by itself and not with how the machine works or things like that. So we see a lot of advantages by the operators. It brings more peace in the production. Jesse, finally, using just one sentence, what would you say makes the Speedmaster CX-104 so very special to you personally? Well, for us, the CX-4 makes it very special because we were looking for a machine that combines small and big orders, and we have made a machine that requires both. That combines with we print a lot of uncoated paper, and our customers want the highest quality and the highest image control. And that's all the advantages we found in the new CX-104.